Mit einem Boot kann man nicht nur im Wasser unterwegs sein, das werden Sie gleich in unserem nächsten Beitrag sehen. Wir stellen Ihnen einen noch recht jungen Club in Slowenien vor, der selbst Luftkissenboote baut und natürlich auch spannende Ausfahrten damit unternimmt. Vor 3 Jahren wurde in Vrhnika von Enthusiasten der erste Hovercraft Club Sloweniens gegründet, um das Luftkissenboot auch in unserem Nachbarland bekannt zu machen. Unter der Leitung des Obmanns Ingenieur Aleš Mucha, der sich auch beruflich seiner Leidenschaft verschrieben hat, wurde in tausenden Arbeitsstunden ein eigenes Clubmodell entwickelt. Der akademische Bildhauer Bojan Mauser wurde für das Design gewonnen. No, jesko sam se spoznao za konstruktorem Alešem Mucho. Als ich mich mit dem Konstrukteur zusammengesetzt habe, wollten wir eine organische Form schaffen, die zu unserem Gebiet, dem Moor von Ljubljana, passt. Der Frosch war ideal und für mich als Bildhauer war diese Arbeit eine besondere Herausforderung. Und so entstand eine sehr passende Kombination von moderner Luftkissentechnik und organischer Form, ideal für ein Amphibienfahrzeug, das keineswegs nur für das Wasser oder für ebene Flächen geeignet ist, was uns die Vereinsmitglieder auch gleich demonstriert haben. Diese Luftkissenfahrzeuge werden von einem 50 PS starken Flugzeugmotor betrieben, der einerseits unter dem Rumpf mit Hilfe von Spezialschürzen einen Luftpolster schafft, auf dem das Boot schweben kann und der gleichzeitig für den Vorwärtsschub verantwortlich ist. Gelenkt wird hauptsächlich mit dem Körpereinsatz. Weil man auf Luft gleitet, gibt es wenig Reibung und so erreichen Luftkissenboote Spitzengeschwindigkeiten weit über 100 km/h. Bremsen gibt es keine, man stoppt vorwiegend mit Hilfe einer 180-Grad-Wendung. Deshalb sollte man als Anfänger erst das Kurvenfahren erlernen. Unser Club bietet den ersten Kontakt für jeden, der ein Luftkissenfahrzeug haben möchte. Jeder kann noch vor der Anschaffung bei uns alles testen und das Fahren richtig erlernen. Wir bieten aber auch die Möglichkeit von Tandemfahrten und nach Wunsch Showeinlagen aller Art. Hat man das Manövrieren einmal gelernt, steht einem adrenalinträchtigen Hobby über Wasser, Schnee, Eis, Asphalt oder Erde nichts mehr im Weg. Man kann praktisch überall fahren, noch dazu umweltverträglich, denn ein Luftkissen hinterlässt keine Spuren oder Schäden am Untergrund. Der Hovercraft Club organisiert auch internationale Treffen und bastelt auch schon an einem kindergerechten Gefährt, denn der Clubnachwuchs ist schon mit dem Luftkissenvirus infiziert und in den Startlöchern für das erlebnisreiche Dahingleiten auf den Schwingen des Windes. Während Sie so jetzt eine Runde mit dem Luftkissenboot gedreht haben, haben wir hier im Maria Sala Freilichtmuseum einen richtigen traditionellen alten Gemischtwarenladen aus den 50er Jahren entdeckt. Also so hat man früher eingekauft. Mit diesen Bildern dürfen wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Am nächsten Samstag ist Anulf Brasch wieder mit Ihnen an den schönsten Plätzen der Alpen-Adria-Region unterwegs. Wir sagen Servus, Srečno, ciao.